Großer Medienrummel in dem kleinen Ort Rasdorf in Niederbayern. Zum ersten Mal treffen sich hier Freie Wählerchef Hubert Aiwanger und der Münchner Oberbürgermeister Christian Ude persönlich. Nein, wir sind absolut. Es gibt ja noch ein zweites Rasdorf bei Dingolfing-Landau. Ich habe schon gedacht, und hoffentlich, fehlt in der Nähe. Genau, hoffentlich ist er nicht durchgestartet. Aber nein. Schön. Gehen wir doch in den Hof rein, dass wir nicht überfahren werden. Aiwanger und der SPD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl treffen sich heute, um Gemeinsamkeiten und Grenzen einer politischen Zusammenarbeit auszuloten. Größter Knackpunkt: die dritte Startbahn am Münchner Flughafen. Die Freien Wähler sind strikt dagegen, der Münchner Oberbürgermeister ist dafür. Rückblick: München, 3 Stunden vorher. Fast 10.000 Menschen sind am Vormittag zum Marienplatz gekommen, um gegen die dritte Startbahn zu protestieren. Mittendrin Hubert Aiwanger, der extra in der Früh von Niederbayern nach München gekommen ist. Weil es mir wichtig ist, hier ein politisches Zeichen zu setzen. Und wir wollen einfach nicht akzeptieren, dass wir mit Geld, das wir nicht haben, eine Startbahn bauen, die wir nicht brauchen. Und es ist ja unübersehbar, dass hier tausende Leute kommen. Wir müssen diese Leute ernst nehmen und müssen die unterstützen. Dritte Startbahn passt nicht in die Zeit, wir brauchen es nicht, deshalb sind wir dagegen. Nein zur dritten Startbahn, das soll heute unsere Devise sein. Und genau das will er Christian Ude am Nachmittag bei ihrem Treffen auch deutlich machen. Denn Ude wird natürlich nicht nach Buxtehude gehen, sondern Aiwanger auf seinem Bauernhof in Rasdorf besuchen. Rasdorf ist ein kleiner Ort in der Nähe von Landshut. An diesem Nachmittag aber wird das Dorf von Journalisten überschwemmt. Das Treffen zwischen Aiwanger und Ude ist das Thema. Denn den neuesten Umfragen nach könnten SPD und Grüne zusammen mit den Freien Wählern die CSU nach 50 Jahren in die Opposition schicken. Die Freien Wähler sind dabei die Königsmacher, aber Aiwanger will sich nicht festlegen lassen. Das Treffen mit Christian Ude ist ein erstes Vorfühlen, auch ob die beiden sich menschlich verstehen. Das vertrauliche Gespräch findet in Aiwangers Küche statt. Außer Hubert Aiwanger und Christian Ude sind noch Florian Streibel, der parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, und Udes Ehefrau Edith dabei. Nach dem Gespräch scheint die Laune gut zu sein. Es war so, wie er mir angekündigt war, ein sehr humorvoller und offener Mensch. Wir haben hier nicht lange herumgezickt, sondern sind sehr schnell zu den Themen gekommen. Er hat mir beim ersten Satz gleich das Du angeboten. Damit ist eine Vertrauensatmosphäre geschaffen, auf der man Politik aufbauen kann. Und jetzt schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Es war ein sehr freundlicher Gedankenaustausch, was bei der langen Liste inhaltlicher Übereinstimmung ja eigentlich auch niemanden wundern kann. Es gab auch ein kontroverses Thema, wo unsere Auffassungen auseinanderliegen, aber das wird aller Voraussicht nach schon vor der Landtagswahl so oder so entschieden sein. Dann haben wir ein großes gemeinsames Programm, auch mit vielen Punkten für den ländlichen Raum. Bei dem anschließenden Hofrundgang darf der bekennende Städter Ude dann aber konkret auf Tuchfühlung mit dem Landleben gehen. Kälber füttern für Einsteiger. Beim Thema dritte Startbahn bleibt es aber trotz guter Stimmung beim klaren Nein der Freien Wähler. Ich bin weiterhin überzeugt, dass die dritte Startbahn nicht kommen wird, weil sie derzeit nicht gebraucht wird, weil sie zu viel Geld kostet, weil sie ökologisch eine Zumutung ist und weil es am Ende schlichtweg unvernünftig wäre, die zu bauen. Wir sind in der Frage der Startbahn unterschiedlicher Meinung. Wir sind nur gemeinsam der Meinung, dass daran ein Regierungswechsel in Bayern nicht scheitern muss. Herr Aiwanger hat deutlich gemacht, dass die Freien Wähler, wie ja auch die Grünen, einer dritten Startbahn nicht zustimmen werden. Ich habe darauf hingewiesen, dass ich als Münchner Oberbürgermeister selbstverständlich an die bestehenden Stadtratsbeschlüsse einer großen Mehrheit gebunden bin. Aber ich respektiere, dass die Freien Wähler ebenso wie die Grünen Nein sagen. Bei vielen anderen Themen haben die beiden Spitzen von Freien Wählern und SPD aber Übereinstimmungen gefunden. Zum Beispiel bei der Stärkung des strukturschwachen ländlichen Raums, der Abschaffung der Studiengebühren, Verbesserungen bei den Kommunen und bei der Bildung.
Und etwas wird der Oberbürgermeister aus München sicher auch nicht so schnell vergessen. Seine erste Lektion im Ferkel halten. Ich habe 14 Tage trainiert. Ich halte den Kopf zu. Ja, ja, ja.